Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Tag und zwar hat Lily Pebbles den kürzlich selber kreiert und hochgeladen. Und zwar ist das der YouTuber Secrets Tag. Und ich fange einfach mal an, ich habe die Fragen mal übersetzt und ich hoffe, es interessiert euch. Was war das erste Video, was du hochgeladen hast und ist es noch live? In meinem Fall war das 2006, also genau vor 10 Jahren. Das ist schon echt eine ganze Weile her und das Video ist immer noch live. Allerdings ist es jetzt privat oder schon sehr lange privat. Und ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal gemeinsam an. Wie ihr sehen könnt, ist es erstmal irgendwie so halb auf dem Kopf und das ist ein sogenannter Basket Back Tuck. Ich habe früher Cheerleading gemacht in einem Co-Ed-Team, das heißt Frauen und Männer gemeinsam. Und das war eben mein allererster, deswegen auch diese Rückensicherung. Und ich war so stolz auf diese Sache, dass ich das unbedingt irgendwie Freunden zeigen wollte oder irgendjemand schicken wollte. Und weil das Video natürlich viel zu groß für eine E-Mail oder ähnliches war, habe ich nach einem Weg gesucht, das irgendwo hochzuladen und dann eben einen Link schicken zu können. Ja, und so bin ich zu meinem YouTube-Channel gekommen und weil ich meinen YouTube-Channel eben anfangs nicht wirklich für YouTuber-Dasein benutzt habe, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Auch die ersten Videos, die so in die Richtung gingen, waren absolut nicht für YouTube gedacht, sondern waren immer so für meine Blog-Community. Und ja, deswegen war mir der Nutzername auch irgendwie egal und deswegen habe ich jetzt immer noch diesen etwas komischen Nutzernamen. Ich bin immer noch ganz stolz auf dieses Video und ja, es bleibt erstmal noch live. Ich glaube, es hat 840 Views. Was ist dein liebstes Video auf deinem Kanal? Natürlich der Backtag, den ihr gerade gesehen habt. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, entweder der Instagram-Tag mit Isabella. Was ist das überhaupt für eine Hose? Kenne ich noch gar nicht. Hey, jetzt kommst du so zu ihrer Geltung. Ach so. Weil du hattest ja vor die Jacke zu, ne? Oh, ich stehe. Die ist maßgeschneidert. Angeber. Was wir tun und so. Ja. Willkommen auf. Nee, was sagst du immer? Hallo, herzlich. Ich bin mal gespuckt. Oder allgemein die Vlogs jetzt, die so auf den Umzug hingeleitet haben oder auch ja, die Vlogs jetzt in England überhaupt. Vor allem glaube ich der, wo wir meinen ersten Geburtstag jetzt hier in London gefeiert haben. Einfach weil ich das total cool finde, diese Erinnerungen jetzt so konserviert zu haben. Das Peinlichste, was ich jemals in einem Video gesagt habe. Es gibt ein Video, das ist so ein bisschen lustig und da, glaube ich, haben viele gedacht, wir hätten irgendwie einen im Tee. Und zwar waren Isabella und ich da auf einem unserer ersten Blogger-Events in Berlin eingeladen. Herzlich willkommen in unserem heimeligen Zuhause mit The Coolest Fireplace in Town. Und haben dort ein etwas lustigeres Haul-Video, unfreiwillig lustiges Haul-Video gemacht, aber generell ja, erinnere ich mich auch nicht mehr so an jedes Video und ich rewatche meine Videos auch selber jetzt nicht so oft, außer vielleicht hin und wieder mal halt einen Vlog. Und generell sollte man, glaube ich, immer nur vorsichtig sein mit so Versprechen, die man in Videos macht, weil oft ist es dann so ein bisschen, ja, dass man sich selber dann so widerspricht, weil man zum Beispiel einmal was gesagt hat, ich mache nie wieder das und das und dann macht man es plötzlich im nächsten Video. Das kommt irgendwie total oft vor, dass man sich da selber so jinxt. Und ja, deswegen keine voreiligen Versprechen in Videos. Welchen YouTube-Channel stalkst du für neue Uploads? Ich mag gerne momentan so die ganzen britischen Vlogger. Einfach, weil das für mich halt gerade total interessant ist zu sehen, wo die so hingehen, in welche Restaurants, was die so essen, weil das ja alles Sachen sind, die ich auch tun könnte und deswegen ist das für mich ganz cool. Ansonsten kein Brite, aber auch natürlich super Casey Neistat und die Michelax-Vlogs mag ich einfach auch total gern von der Dramaturgie her, wobei bei fast all diesen Leuten ist es ja so, dass die sehr strikte Upload-Pläne haben. Das heißt, ich muss gar nicht so viel stalken, sondern weiß ja auch, wann die Videos online kommen. Von den Deutschen her mag ich natürlich sehr gerne Ella de Bie, einfach weil sie auch so Organisationsthemen und so viel macht. Natürlich mag ich auch Madame Tamtam und Consider Cologne gucke ich sehr gerne. Was gucke ich denn noch so gerne? Mir relativ egal, gucke ich ganz gerne, aber es gibt so viele, die ich wirklich gerne gucke, also das wäre auf jeden Fall was für ein eigenes Video. Magst du es lieber zu filmen oder zu schneiden? Das kommt bei mir ganz auf das Video an. Ich muss zugeben, dass wenn ich jetzt die Videoarten vergleiche, also so dieses Sit-Down-Video wie das hier, das mag ich nicht so gerne wie zum Beispiel eher so szenische Videos, wo ich mit jemand zusammen filme, also wo mir jemand beim Filmen hilft. Ich habe nie jemanden beim Filmen dabei, der mehr Ahnung von der Kamera hat und so weiter als ich, also keine
keine professionelle Hilfe, sondern einfach immer jemanden, der mir eben hilft, weil ich ja nicht beides gleichzeitig machen kann und ich kümmere mich immer trotzdem um die Technik und so weiter. Aber da hat man irgendwie mehr Spaß zusammen und man ist eben auch kreativer, weil hier bin ich jetzt quasi so auf diesen, das ist wirklich nicht so viel, auf diesen Rahmen hier beschränkt. Und dann mag ich halt lieber so szenische, atmosphärische Videos, wo man eben auch Location-Wechsel hat oder sich eben bewegt. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann mag ich sonst nämlich das Schneiden lieber. Also wenn ich jetzt quasi mich entscheiden kann, ob ich jetzt gerade hier sitze oder ob ich jetzt da auf dem Sofa wiederum mich bequem hinsetzen kann oder an den Schreibtisch und ein Video schneiden kann, da habe ich dann immer noch mehr kreative Freiheit. Deswegen ist es so eine Mischung. Also es kommt einfach auf die Videoart an. Mein meistgeliebtes Tech-Item ist... das finde ich sehr schwierig, weil generell kommt es bei Videos nicht so arg drauf an, wie gut euer Equipment ist, sondern eher so auf die Idee, auf das Gesamtkonzept. Aber ich muss sagen, meine neue Vlogging-Kamera ist ein ziemlich, ziemlich guter Kandidat auf diesen oder ein sehr guter Anwärter auf diesen Posten hier, weil sie mir echt viel super erleichtert hat. Ich kann es besser so in Public vloggen, weil es mir A nicht mehr so peinlich ist mit dem Riesenteil und B kann ich sie überall mit hintragen. Das ist die Canon G7X heißt sie, glaube ich, oder GX7, ich weiß nicht genau. Ich verlinke sie euch unten mal. Das ist so auch die Kamera, die, glaube ich, die meisten YouTuber zum Vloggen benutzen. Was ihr nicht seht, wenn ihr meine Videos guckt. Ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal. Also ihr seht, ich habe meistens diesen kleinen Tisch vor mir, dann habe ich was zu trinken, dann habe ich den Laptop, eher nicht, weil ich so ein Skript ablese, sondern tatsächlich eher, weil da dann meistens so Fragen wie für den Tag drauf sind oder falls ich doch mal irgendwas nicht vergessen darf oder ich noch mal irgendwas schnell nachschauen muss, dann habe ich nur ein Licht, was ich benutze. Und das mache ich auch schon seit Jahren eigentlich so. Ich habe zwar eigentlich zwei Lampen, aber ich benutze eigentlich immer nur ein Licht zum Ausleuchten. Und oft ist Jimmy tatsächlich auf meinem Schoß, weil sobald man anfängt mit Filmen, ist die Situation für ihn, er hat so eine Art Aufbruchsstimmung dann, die er denkt zu bemerken oder irgendwas ist für ihn dann anders, stimmt nicht so richtig. Und dann will er unbedingt auf den Schoß, weil er irgendwie denkt, jetzt in Ruhe liegen bleiben wäre eine schlechte Idee. Meine liebste Zeit, um YouTube-Videos zu gucken, ist, da gibt es verschiedene. Also viele sagen ja, sie gucken gerne so beim Fertigmachen und so. Da gucke ich gerne so Videos, die ich so nur so mit einem Auge quasi gucken will oder muss. Also so als Nebenbeibeschäftigung. Das sind dann halt so Videos, die mich nur so halb interessieren oder so Videoarten, wo ich so sage, ja, das ist jetzt nicht so toll. Aber was ich total liebe, ist mir so für meine liebsten Vlogs, also gerade so längere Vlogs wie den Michelac-Vlog am Sonntag, wo ich auch weiß, dass der kommt, mir dann gezielt Zeit so dafür zu nehmen. Da mache ich mir extra so eine Tasse Tee und so und zelebriere das richtig und konzentriere mich dann auch nur auf diesem Vlog und guckt den wie so eine Art Film oder Serie an und nicht so nebenbei. Ja, und ich finde, das ist auch toll, wenn man Videos macht, die andere Leute tatsächlich dann so bewusst gucken und nicht nur so als Nebenbei-Beschäftigung. Aber auch ich liebe es, zur Entspannung mal nebenbei irgendwie so eine Playlist laufen zu haben. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich gucke gerade beim Abends Fertigmachen fürs Bett im Bad, so Skincare-Routine und Co., gucke ich gerade immer Snapchats an, weil die sind mir dann jetzt noch nicht so wichtig, dass ich die so intensiv gucken muss. Und dann lasse ich die alle so durchlaufen. Das geht ja inzwischen, wenn ich dann so alles im Bad mache. Als ich das über meine Kamera gelernt habe, hat es meinen Filmprozess verändert. Mein Prozess nicht wirklich, aber zumindest die Qualität meiner Videos. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die mich immer interessiert hat. Und zwar, wie man, wenn man diese Outfit of the Day Videos macht, die dann so schön sind. Ich verlinke euch eins von mir unten in der Infobox. Wenn man das dann in Slow-Mo stellt, wie das dann so smooth aussieht. Weil bei mir sah es dann immer eher so Roboter-Style aus. Und die Sache, die ich da lernen musste, ist, dass man einfach die Framerate an seiner Kamera hochstellen muss, wenn das möglich ist bei eurer Kamera. Weil klar, je mehr Frames die in einer Sekunde aufnimmt, desto besser ist die Qualität, auch wenn ihr das dann so ein bisschen in die Länge zieht. Und es gibt auch Kameras wie die Red zum Beispiel, die eine abartig hohe Framerate haben. Ich glaube, diese kann maximal 50 aufnehmen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht so genau auswendig. Ja, deswegen wird dann die Qualität vom Video natürlich meistens gleichzeitig ein bisschen schlechter, weil die Kamera insgesamt dann nur eine bestimmte Qualität aufnehmen kann, aber dafür die Dateien trotzdem größer, weil es mehr Frames sind und sonst wäre es einfach zu viel. Aber das nimmt man dann mal im Kauf, um eben so eine Slow-Mo machen zu können. Also ich kann nicht wirklich zählen, wie oft ich danach die Einstellung vergessen habe, wieder zurückzusetzen und dann mit schlechter Videoqualität bei eben dann genau so einem Video bedient war und es dann nochmal neu filmen musste. Direkt nach einem Video tue ich... Also, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt. Heute geht es mir auch so, dass ich danach total entnervt aufs Sofa fallen werde. Ich habe gerade schon was zu essen quasi im Ofen.
weil die Lichtverhältnisse so krass gewechselt haben die ganze Zeit. Deswegen ist das ganze Video wahrscheinlich eh so total durcheinander, was das anbelangt. Das nervt mich auch total. Deswegen habe ich danach dann auch gar nicht so viel Lust, erstmal weiter produktiv zu sein. Meistens macht man sich ja irgendwie was zu trinken, einen Tee oder so, während man dann sein YouTube-Video filmt. Und dann trinkt man logischerweise beim Filmen gar nicht, weil man ja die ganze Zeit spricht und auch nicht die ganze Zeit rausschneiden will, wenn man dann so da sitzt, so... Deswegen trinke ich meistens direkt nach dem Filmen meinen kalten Tee aus, den ich mir gerade davor gemacht hatte. Und inzwischen versuche ich mir anzugewöhnen, alles gleich wegzuräumen, was ich dann hier so fabriziert habe an Chaos. Und ansonsten, für mich ist das ja inzwischen irgendwie so ein bisschen Teil meiner Arbeit, deswegen mache ich danach einfach weiter mit was anderem, meistens mit was Gemütlichem. Meistens auch mache ich mir erstmal irgendwie so die Haare wieder zurück oder so, aber meistens filme ich ja auch wiederum jetzt nicht in der mega fancy Aufmachung. Ich habe heute tatsächlich auch eine richtige Hose beim Filmen an, was ja viele YouTuber anscheinend nicht haben. Ich beweise es euch jetzt. Ich habe eine Boyfriend Jeans an, ein T-Shirt, einen Gürtel, sogar einen Gürtel, total unbequem zu Hause, ein Pullover und Socken, Glitzersocken, nicht mal Kuschelsocken. Weiß auch nicht, was da heute los ist. Also irgendwas stimmt mit mir anscheinend nicht. Ja, und sonst macht man sich vielleicht danach schon nochmal ein bisschen komfortabler, aber heute bleibe ich einfach so. Ich werde die Haare so zurückstreichen, ich werde mein Essen aus dem Ofen holen und ich werde vloggen, weil ich heute am Vloggen bin. Aber ansonsten gibt es tatsächlich bei mir nicht so ein krasses Nach-dem-Filmen-Ritual. Falls ihr YouTuber seid, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dann macht. Ja, das war's mit meinen 10 YouTube-Secrets. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Für mich auf jeden Fall irgendwie, weil wenn man das alles mal so reflektiert, ist schon interessant, was man da so alles tut oder nicht tut oder wie es eigentlich so aussieht. Ich finde es bei anderen auch super interessant. Bei anderen, da wären wir schon beim Thema, ich möchte auch noch ein paar Leute taggen. Und zwar möchte ich auch Ella de Bee taggen. Ich möchte, ich habe gesehen, Madame Tamtam hat es jetzt auch schon gemacht, deswegen tagge ich sie natürlich nicht. Ich möchte aber auch Consider Cologne taggen. Ich möchte... Mir relativ egal, also würde ich auch, also Mirella würde ich auch ganz gern taggen. Also ich tagge einfach nur die Leute, die ich auch eben schon genannt habe, weil anscheinend kenne ich nicht mehr YouTuber und lüge und gucke eigentlich gar kein YouTube. Teeth are Jade tagge ich noch und dann tagge ich noch die Jessie Wunderland. Das war's. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich trinke jetzt meinen kalten Tee aus dieser Mops-Tasse aus, wo ich auf jeden Fall mit Strohhalm trinken muss, weil wie trinkt man aus einem Quadrat, Viereck? Das geht irgendwie nicht. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr Lust auf weitere Tags habt, verlinke ich euch mal eine Playlist von mir unten in der Infobox. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Falls ihr auch neue aktuelle Tags kennt, die cool sind, schreibt mir ganz, ganz gerne mal. Und ja, dann bis bald. Tschüss. Das geht nicht. Planet or two, a mighty ship with a sailing crew, or you have